Ja, lieber Matthias, also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja, vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Mit dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies in Deutschland rücken erneut die Arbeitsbedingungen der Branche in den Fokus. Kannst du uns vielleicht erklären, was so grundsätzlich in dieser Branche eigentlich schiefläuft? Nun, in dieser Branche erstmal hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich heute mal für die österreichischen Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein bisschen was erzählen kann. Ja, also seit über 20 Jahren haben wir die Situation in der deutschen Fleischindustrie, leider auch in anderen Ländern mittlerweile, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa haben, die im Rahmen von sogenannten Werkverträgen ankommen und die hier zusammengepfercht in übelsten Bedingungen untergebracht werden und dann nicht beim Schlachthof beschäftigt werden, sondern bei dubiosesten Subunternehmen, die zum Teil sogar aus dem Drogen- wie auch aus dem Rockermilieu kommen und dann in die Betriebe, in die Schlachtbetriebe verfrachtet werden zum Arbeiten und dort auf den ausgebeutet werden. Also, und das auch wirklich übel, das kann man schon so klar und deutlich sagen. Und dieses System hat sich in den letzten 25 Jahren wirklich massiv verfestigt. Wir haben also häufig den Ansatz gemacht, hier was zu unternehmen, auch mit eurer Hilfe, mit eurer Gewerkschaft Progre, um hier was in den Griff zu bekommen. Aber das ist verdammt schwere Kost, dort die dicken Bretter zu bohren. Ihr macht das ja schon jahrelang, jahrzehntelang. Was ist für euch die größte Herausforderung, mit diesen Konzernen umzugehen? Nun, unsere größte Herausforderung ist, dass wir es hier nach unserer Einschätzung zum Teil mit mafiösen Strukturen zu tun haben. Dass eine gesamte Branche sich darauf eingerichtet hat, Menschen, Ausbeutung von Menschen als Geschäftsmodell anzusehen, um Gewinne zu generieren. Und das sind ja nur, ich sage mal, minimale Stückkosten, über die wir reden. Aber für die Beschäftigten selber hat das gravierende Auswirkungen. Also zum Beispiel, hier haben wir Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten 12 Stunden am Tag, kriegen aber nur 8 bezahlt und nach Mindestlohn mit 9,35 €. Da weiß man schon, wo der erste Betrug beginnt. Und wir haben mal hochgerechnet, würden die Kolleginnen und Kollegen ganz normal arbeiten, zu normalen tariflichen Bedingungen mit 15 €, 30 €, 30 Tage Urlaub im Jahr und Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, alles dabei, würde sich das Fleisch hier in Deutschland pro Kilo um 9 Cent verteuern. Da kann man die Dimensionen sehen, über die wir reden. Diese 9 Cent stecken sich dann natürlich die ganzen unterschiedlichen dubiosen Strukturen schön in die Hosentasche. Also diese mafiösen Strukturen führen vor allen Dingen, wie du auch erwähnt hast, Menschen aus Osteuropa dazu, hier in Deutschland anzuheuern. Ist es denn auch so ein System, wo tatsächlich auch Menschen nach Deutschland gebracht werden? Also kommen die unfreiwillig nach Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, also das läuft nicht so ab wie im Bereich der Zwangsprostitution, dass sie, obwohl es vergleichbar ist. Es ist vergleichbar. Wir wissen beispielsweise, in Rumänien gibt es einen Fernsehsender, der jeden Tag rosa prosa Lieder singt auf die deutsche Fleischwirtschaft, versucht die Leute anzuwerben, versucht mit falschen Versprechungen sie alle rüberzuholen. Und die Leute kommen aus der bittersten Armut, um das mal so deutlich zu sagen, aus der teilweise schon mit Schulden hier an bei uns, müssen ein Antrittsgeld bezahlen bei irgendeinem Vermittler, da müssen sie Unterkunft bezahlen, alles, was eine Rolle spielt. Und dann kommen die an und dann sind die hier und dann beginnen die den ersten Tag wie in einer sogenannten Schuldknechtschaft und müssen erstmal ihre Schulden abbezahlen. Und das dauert und dauert, weil man immer wieder neue Abzüge findet, die man ihnen abziehen kann, damit sie bloß nicht in die Situation reinkommen, schuldenfrei zu werden und woanders hinzugehen. Und Tönnies ist ja darüber informiert. Obwohl sie sich in den letzten Jahren immer wieder dazu verpflichtet haben, zu sagen, komm, wir kontrollieren die, wir kontrollieren deren Unterkünfte, deren Lohnabrechnung, deren Geschäftsgebaren und nichts passiert. Machen sie auch nicht, weil die lügen. Also hast du den Eindruck, dass es eigentlich nur Lippenbekenntnisse sind, wo dann eigentlich nichts passiert nachher von da? Ja, das sind Lippenbekenntnisse und auch Taschenspielertricks, das kann man auch so deutlich sagen. Wir erleben das ja gerade ganz aktuell jetzt in dieser Corona-Situation, dass bis Dienstagmorgen noch der Untergang des Abendlandes dargestellt worden ist, weil wir keine Werkverträge mehr haben wollen in diesem Land. Und merkwürdigerweise am gleichen Abend heißt es, sollen alle übernommen werden in feste Arbeitsverhältnisse. Also das wird nur gemacht, um den Gesetzgeber in Berlin zu beruhigen nach dem Motto, ach, die Industrie macht ja nun doch ernst und hört endlich auf uns. Also das sind Taschenspielertricks, nichts anderes.
Diese Industrie muss an die Kandare gesetzt werden, mit diesen mafiösen Strukturen muss aufgeräumt werden. Und das geht nur über ganz klare gesetzliche Vorgaben. Man hat in den letzten 20 Jahren diesen Konzernen in der Konsequenz die komplette Spielwiese offen gelassen, wie sie schalten und walten können, und man hat sich um nichts gekümmert. Wenn wir jetzt auf den aktuellen Fall blicken, da haben sich ja in kürzester Zeit mittlerweile mehr als 2000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist eine außerordentlich bemerkenswerte Zahl, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Jetzt ist die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass sich so viele Menschen auf einmal in dieser Drastigkeit anstecken? Nun, wenn ein Pandemieherd urplötzlich da ist und oder vielmehr, sagen wir mal so, länger schon schwelt und er wird einfach nicht erkannt, dann werden sich natürlich aufgrund der räumlichen Enge, die man in einem solchen Schlachthof hat, auch viele, viele Menschen anstecken. Das gilt auch für die Unterkünfte. Wir reden hier über Massenunterkünfte. Wenn man jetzt versucht, das darzustellen, 7000 Beschäftigte, 1500 Wohneinheiten, dann heißt das aber immer noch, dass 5 bis 6, teilweise auch mehr Leute in einer Wohneinheit sind. Und da ist die Frage der Ansteckung schon vorprogrammiert. Und da liegen letztendlich die Probleme. Für mich ist das an Dramatik, was da abläuft, ja nicht mehr zu überbieten. Wenn man die Bilder sieht, die Leute sind in einem Rechtsstaat alle eingesperrt, um das mal so deutlich zu sagen. Können nicht nach rechts und können nicht nach links. Und das birgt auch ein riesen Konfliktpotenzial. Und das hat Herr Tönnies zu verantworten. Das muss man so klar und deutlich sagen. Man kann jetzt nicht dazu übergehen und sagen, es war die Klimaanlage. Natürlich wird das jetzt versucht. Man wird versuchen, technische Gründe anzugeben, um vom eigentlichen Kern der miesen Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen abzuleiten. Und da muss der Kampf jetzt auch geführt werden, dass wir sie da auch nicht aus der Verantwortung lassen. Da standen ja auch überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen und auch Masken und so weiter gar nicht zur Verfügung. Das heißt, die Menschen wahrscheinlich auch keine Erklärung, auf was man achten sollte. Auch das ist ja ein Bereich, den der Konzern jetzt mittlerweile auch offenkundig jetzt mit wenig Reue vor die Kamera tritt und sagt, wir haben ja eigentlich wie die Löwen gekämpft, und um das Virus aus dem Betrieb herauszuhalten. Aber ist das glaubhaft? Nun, die haben wie die Löwen gebrüllt nach außen und haben sich wie ein fauler Kater verhalten und haben sich faul und schön warm auf den Ofen gelegt und haben die Leute letztendlich sich selbst überlassen. Es gibt normale Standardhygieneausstattung, die ist auch sicherlich auch genommen worden. Da gibt es ja auch zum Teil Mundschutz dazu. Aber wie gesagt, aufgrund der räumlichen Enge, die dort herrscht, da gibt es ja auch mittlerweile ein Video, was durch das Netz geistert, wo ja die Kollegin auch bewusst fragt, wie sollen wir uns hier alle schützen? Das ist während der Pandemiezeit schon letztendlich während des Lockdowns gemacht worden. Das zeigt, dass man sich dort auch vorsätzlich, nach meiner Einschätzung, wirklich vorsätzlich nicht an Gesetze gehalten hat. Und ich hoffe, dass das auch ein Fall für den Staatsanwalt ist, dass man dem auch nachgeht. Absolut. Du sprichst das, den Enthüllungsbeitrag von Spiegel TV an. Den haben wir auch beobachtet. Und das ist ja tatsächlich, da hat es ja ganz enorm außergewöhnliche Zustände gegeben, zum Beispiel, dass ein paar Stunden vorher erst die Menschen erfahren haben, dass sie überhaupt jetzt hier eingesperrt oder im Lockdown geraten. Und aus der Tönnies-Perspektive auch, dass da überhaupt gar nichts beigetragen wurde, um Informationen weiter zu verbreiten. Dann gibt es Nebenschauplätze, wie zum Beispiel die ganzen Betten und die Unterkünfte, die du auch schon angesprochen hast, wo sehr viel Geld verlangt wird für sehr wenig Wohnraum. Wie kann das passieren, dass so eine Struktur sich so wirklich auch kultivieren kann, ausbreiten kann? Das ist ja quasi mitten in einem Rechtsstaat, mitten im Westen passiert. Das kann man sich ja irgendwie gar nicht ausmalen. Also eigentlich muss man, das ist eine Entstehungsgeschichte, die etwa 30 Jahre alt ist. Man hat damals zu der schwarz-gelben Koalition unter Kohl, hat man eigentlich vom Grundsatz eine gute Idee gehabt. Man hat gesagt, man holt die Menschen aus Osteuropa rüber, befristet, bezahlt sie genauso wie die Menschen, die hier arbeiten, und die müssen auch versorgt werden, sodass ihnen kein Nachteil dadurch entsteht. Und sie werden auf das westeuropäische Schlachtniveau und auch Zerlegeniveau angelernt, damit sie in ihre Heimatländer zurückgehen können. Und können dort dann diesen Standard umsetzen, um dort die Industrie aufzubauen, wenn Europa vor der Haustür steht und sagt, nun werdet mal bei uns Mitglied. Das ist vom Grundsatz eine gute Idee gewesen. Nur diese Schlachthofbetreiber haben das als Einladung gesehen, ihre eigenen Beschäftigten rauszuwerfen,
zusätzliche Arbeitsplätze aufzubauen, sie gar nicht mehr der inländischen Bevölkerung anzubieten, sondern gleich das über Werkverträge laufen zu lassen, um diese Struktur sich aufzubauen. Und das ist nie kontrolliert worden. Das ist nie richtig kontrolliert worden. Es gibt ja da massivste Verfehlungen, die sind ja auch nicht unbekannt, aus den Arbeitsämtern, Landesarbeitsämtern, beispielsweise Frankfurt, die zuständig waren für Rumänien, welche Geschichten dort sich abgespielt haben, bis hin, ich sage mal vorsichtig gesagt, zur Vorteilsannahme. Und es gibt ja auch Verfahren, in denen es deutlich geworden ist, dass irgendjemand aus der rumänischen Regierung auch dort neue Mercedes bekommen hat und solche Geschichten. Ne? Und da ist eine ganze Menge gelaufen, um das mal so klar und deutlich zu sagen, wie der gesamte Bereich ja ist, im kriminellen Milieu. Und es hat in den letzten Jahren, das ist das, was ich auch so deutlich machen, was wir alle deutlich machen müssen. In den letzten Jahren hat es diverseste Gerichtsverhandlungen in Deutschland gegeben. Da sind Subunternehmer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Da sind Schlachthofbetreiber zu langjährigen Haftstrafen, Geldzahlungen verurteilt worden. Und trotzdem ändert sich nichts. Wir haben hier Rockerbanden, die sind hier aktiv. Wir haben jetzt einen Subunternehmer, der ist in Osnabrück zu 17 Jahren Haft verurteilt worden, weil er auch noch als Wiederholungstäter mit Drogen gedealt hat. Noch nebenbei, um das mal so zu sagen. Also, da sieht man die Dimension, über was wir hier reden. Wir reden hier über das, was auch Pfarrer Kossen sagt. Wir reden hier über eine mafiöse Struktur. Und das ist in manchen Ländern dieser Welt ist das häufig so, dass bestimmte Strukturen sich etablieren, wenn bestimmte Bereiche weggucken, insbesondere Kontrolle und Demokratie. Wenn man noch ein paar Worte darüber sprechen möchte, wie man sich als jetzt sehr in Österreich das vorstellen kann, ist das ein Rahmen, der jetzt nur in der Fleischindustrie vorkommt? Ist die Fleischindustrie besonders anfällig für diese Strukturen oder reden wir von einem gesamten Problem? Also wir reden zurzeit wirklich nur über die Fleischindustrie. Also es gibt auch Auswüchse in anderen Bereichen, die kriegen wir auch am Rande mit. Dazu gehört ja beispielsweise der Bereich Paket und Dienstleister. Aber wie gesagt, wir reden über diese Form, diese totale Organisation, dass bis zu 90% der Beschäftigten in einem Schlachthof gar nicht mehr im Schlachthof beschäftigt sind, sondern durch dubioseste Subunternehmen. Das haben wir tatsächlich nur in der deutschen Fleischindustrie. Und die deutsche Fleischindustrie ist da, und das befürchten wir auch für andere Branchen, auch für andere Länder, Trendsetter. Also wir bekommen den Druck schon auch in anderen Bereichen mit, dass da was passiert. Und deshalb muss das jetzt auch beendet werden. Also wir haben nichts gegen das Thema Werkverträge. Wir brauchen Werkverträge. Beispielsweise, wenn ich einen Dachdecker beauftrage, um ein Dach fertig zu machen, dann ist das ein Werkvertrag. Dafür ist das auch sinnvoll. Aber wir brauchen das nicht in dieser Form, wie das hier genutzt wird. Und zumal es auch illegal ist nach unserer Einschätzung. Nur wir finden leider keinen Richter, der damit spielt. Weil wenn wir Verfahren führen, weil das ist dann ja eben immer ein Individualverfahren in Deutschland, dann kommt es seltenst zum Urteilsspruch. Meistens gar nicht, weil man sich vorher dann einigt über Zahlung einer bestimmten Summe. Und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, das kann ich auch nachvollziehen, mir ist das Hemd näher als die Hose, ich nehme das Geld und gehe. Dann haben wir immer noch kein Urteil. Das heißt, der Gesetzgeber spielt da eine wesentliche Rolle in diesem Konstrukt und bislang wurde das verschoben, weggemacht, weggeschaut und deswegen kam es bislang noch zu keinem wirklich schlagenden Urteil, wo man dann als Beispiel dann auch andere, zum Beispiel Betriebe, dann festnageln könnte. Richtig. Das ist genau, also das ist mit wenig Worten das ganz klar gesagt. Also wir haben hier eine Regierung gehabt in den letzten 20, 25 Jahren, die haben andere Akzente gesetzt, um das so deutlich zu sagen, und nicht unbedingt nur auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaut. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist ja auch der Druck, den wir in anderen Ländern ja spüren, in Arbeitsplätzen der Fleischindustrie, auch in Österreich ist ja nach meinem Kenntnis davon ein bisschen betroffen, oder Dänemark oder den Niederlanden, Frankreich, wo Tausende, Zehntausende von Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit verlieren, weil die Arbeitsplätze in das Billiglohnland Deutschland transferiert werden. Und vor 20 Jahren war Deutschland nicht in der Lage, mit Fleisch seine eigene Bevölkerung zu versorgen. Heute können wir bis zu 40, kommt immer darauf an, welche Fleischproduktion, aber bis zu 40% unsere Produkte auf dem Weltmarkt absetzen. Und das insbesondere im osteuropäischen Ausland.
Das heißt, dort machen wir ganze Industrien noch kaputt. Sehr spannende Zahlen und auch sehr interessant, eben diesen europäischen oder internationalen Kontext herzustellen, damit man auch sieht, wie groß diese Sache eigentlich ist und wie absurd sie auch gleichzeitig ist. Da scheint ja Tönnies in Deutschland leider der im Spitzenfeld zu liegen, was die Ausbeutung von Menschen angeht. Da sind sie alle gleich, das muss ich so sagen. Da sind die alle gleich, die Betriebe fast alle gleich, die machen, arbeiten fast alle mit diesem System. Deswegen nehmen wir, ist ja auch das System Tönnies, um das so klar und deutlich zu sagen. Und wie gesagt, also da sind die alle gleich. Deshalb muss es ja auch beendet werden. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage zu dem Thema. Jetzt haben wir dieses Mega-Versagen auf Konzernebene, Tönnies und so weiter in der Fleischbranche. Siehst du eventuell für die Zukunft Möglichkeiten, Beschäftigte da eben durch dieses absurde Verfahren und dieses Beispiel bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, Veränderungen reinzubringen? Ist das so ein Turning Point, wo sich vielleicht etwas ändern kann? Kannst du uns vielleicht einen Blick in die Zukunft geben? Ja, ich habe gerade die Glaskugel hier stehen. Also, ich fange mal an. Also, wichtig ist, dass sich die Gesetze ändern. Und dass wirklich jetzt klar geregelt wird, dass Leiharbeit und Werkverträge in der deutschen Fleischindustrie verboten sind. Dass die Leute direkt bei dem Konzern, direkt in den Betrieb angestellt werden, in dem sie auch arbeiten. Wenn das passiert, haben wir ja auch als Gewerkschaften, wie auch unsere Betriebsräte, die ja auch zum Teil da sind, auch einen ganz anderen Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen. Wir machen das auch heute schon. Wir haben ja unser DGB-Projekt Faire Mobilität, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen in die Betriebe hineingehen und sie auch beraten in ihrer Landessprache. Weil, also ich kann kein Rumänisch, auch kein Bulgarisch. Dafür haben wir aber Kolleginnen und Kollegen, die das letztendlich machen. Und diesen Trend werden wir dann viel weiter und auch stärker intensivieren können. Wir reden dann, wenn man es mal ganz platt sagt, von einer Gewerkschaftsarbeit, um auch das alles wieder aufzubauen, da wo wir mal hin müssen zu vernünftigen Entgelten und Sozialbedingungen mit Tarifverträgen, reden wir über Gewerkschaftsarbeit wie vor 150 Jahren. Das heißt, wir müssen an die Leute ran, mit den Leuten reden, sie begeistern und auch mitnehmen. Und das kriegen wir auch mit osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen geregelt unter einem einzigen Stichwort: Solidarität. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, unsere Serien in Österreich haben jetzt auch einen Eindruck, wie die Strukturen und wie die Situation in Deutschland ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bei dir bedanken, Matthias. Und wir bleiben am Thema dran. Wir beobachten das auch sehr genau als Nachbarland und schicken Grüße nach Deutschland. Alles Liebe und bis bald. Danke gleichfalls. Ich grüße euch auch alle. Kämpft mit.